So Leute, ja, ich grüße euch. Ich muss erst mal leiser machen. Ja, dann kann ich besser quasseln, wenn ein bisschen leiser ist. Okay, so, ihr schaut vorher, ich bin euer Doxic und ich bin in Track Slash. Ja, das ist ein Ding für die Gear VR, beziehungsweise für die Go, kostet 4,99 und das ist so der Vorgänger, Vorläufer von Beat Saber oder praktisch der Beat Saber für Go Gear VR. Gut, eigentlich hätte ich mir das Ding gar nicht kaufen brauchen, weil wer Beat Saber hat, wird wahrscheinlich das Ding nicht brauchen. Aber ihr wisst, Musikspiele ist meins und jetzt habe ich auch wirklich fast jedes Gear VR Spiel getestet, was auf der Quest läuft. Jetzt kann ich das Ding auch beenden und ich gucke mir wahrscheinlich alle an, so wie es aussieht. Und wie gesagt, heute habe ich 5 Euro in die Hand genommen und ich gucke da jetzt mal kurz durch. So, das erste, was mir auffällt, es ist einhändig, ja, weil die Gear VR bzw. die Go hat ja nur einen Controller und meine Hand ist jetzt hier und das Schwert ist gefühlt 20 cm vor dem Controller. Das fühlt sich voll komisch an, ja. Also ich habe jetzt hier so, ne, und das sind echt 20 cm, also ich habe nicht den Griff in der Hand. Das kann man, glaube ich, auch nicht einstellen. Also ich versuche jetzt mal, wo ist denn der Punkt? Irgendwo bei dem Punkt. Der Punkt ist weg. Ach da, seht ihr, der Punkt ist da oben. Also es ist sehr komisch zu steuern und wir gucken mal da rein. Also die Höhe der Noten kann ich hier verändern. Seht ihr das? Da sind die Blöcke. Das werden die höher oder halt tiefer. Und ich sag mal so von der Höhe. Ja, das finde ich schon okay, ne? So, das ist Hitvolumen, also wenn ich die wahrscheinlich treffe, wie laut. Missvolumen, dann gibt es einen Ton, wenn ich die nicht treffe. Show Visualization natürlich an und Voice Volumen 90%, lassen wir einfach alles so. Okay, back. Leute, weil ich hier auf so ein Lied komme, dann ändert sich der Soundtrack, das ist einfach so. Ja, dass man das echt nicht so, also ich möchte echt gerne das anfassen, aber es geht nicht. Okay. So, sonst gibt es hier nichts. Im Hintergrund ist gar nichts. Und hier gibt es noch How to Play, also das kann man hier noch lesen. Und die Patch Notes, es wurde wohl sogar ein Spiel hinzugefügt. Am 11.05.2018, das ist schon ein bisschen her. Also wird das Ding wahrscheinlich nicht weiter gepflegt. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lieder. Und ich sage, wir fangen einfach damit mal an. So. Easy, normal, Expert. Ich mache erstmal einen auf normal. Ne? Ich glaube, das sollte ich hinkriegen als Beat Saber Veteran und. Nee, Play, ne? Das ist sogar ein Leaderboard. Also, es ist wirklich ein Beat Saber, nur ja, mehr wie simpel. Und wir schauen mal. So. Es passiert nichts. Jetzt kommen die die Klötze. Hallo? Es passiert nichts. Treffe ich die nicht? Ich habe da getroffen, aber er hat die nicht genommen. Ne? Was war das denn jetzt? Try again, okay. Muss ich da weiter durchziehen, schneller, fester? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir mal. Aha, ich muss richtig feste hauen. Sonst wird es nichts. Jetzt geht meine Garde. Hallo? Was ist das denn? Song failed. Hallo? Was geht? Das gibt ja gar nicht. Also ich muss da richtig fester hauen, Leute, sonst registriert ihr das gar nicht. Also das ist ja jetzt schon ein bisschen blöde. Also machen wir gleich nochmal, ne? So. Oder muss ich nur weiter durchziehen? Ich probiere das jetzt nochmal. Ich ziehe mal einfach weiter durch. Dann nimmt er das. So. Ich habe auch kein Feedback, ob ich den Würfel treffe. Also es vibriert nichts. Also das geht gar nicht, Leute. Das finde ich jetzt schon ein bisschen, ja, sehr arm. Tut mir leid. Wir machen es nochmal, ne? Hallo, komm. So. Ja, und? Ich treffe die. Das gibt's nicht. Ja, das gibt's nicht. Also, es geht gar nicht. Wir machen jetzt mal easy. Play. So. Dann schauen wir mal. Zack. Das ist. Also. Man muss die. Hallo? Ich treffe die nicht, ne? Also, was ist denn das? Also, man, Leute, das ist aber. Das kann ich ja keinem zeigen. Wir machen mal einen anderen Song. Ich mache wieder easy. Das ist so, als müsste ich mit der Spitze des Schwertes wirklich auch diesen Pfeil treffen. Sonst bringt das nichts, ne? Brauchen wir nochmal. So, seht ihr das? So. Man nimmt ja das und mal nicht.
So. Ja. 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 Leute, das ist. Hallo? Das registriert ja teilweise nicht, ne? So, und schon wieder Song failed. Das geht gar nicht, Leute. Also da muss ich jetzt schon, also das ist jetzt schon nicht ein Stern mehr wert, das Ding. Ich glaube, die 5 Euro habe ich voll verbrannt diesmal. Ich mache nochmal. Ich mache mal jetzt so. Aber das ist auch von dem Halten her, ne? Ich habe das, seht ihr das? So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Fehler ich machen darf. Weil bei Vita gibt es da so eine Leiste. Die kann ich mir irgendwann wieder auffüllen. So. Und ich habe echt null Feedback, ne? Wenn ich die treffe oder nicht treffe. Also es vibriert nichts. Ich kriege keine visuellen Effekte in dem Sinne, außer dass diese Würfel sich teilen. Seht ihr das? Ich schlage. Das gibt's gar nicht. Ich mache doch mal einen neuen Song. Vielleicht kriege ich da irgendwann den Dreh für, aber das gibt's doch gar nicht, ey. Ich kriege da keinen Flow für, Leute. Also das ist nicht der Burner, aber das habe ich mir ja schon vorher gedacht. Aber dass es so schlecht ist, ne? Das gibt's nicht. Also so. Ich habe jetzt oben aufgehauen, habt ihr das gesehen? Und gleich kommt wieder Songfeld. Also die oben nimmt er gar nicht, ne? Also hoch und runter nimmt er gar nicht. Rechts, links kriege ich hin, aber das gibt's doch gar nicht, ey. Mach nochmal. So. Und ab dafür. So. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Nicht getroffen. Das ist, also das geht gar nicht. Ja, der nimmt die nicht, wenn ich da oben drauf war. Was ist denn das für ein Scheiß, ehrlich? Ach, neues Lied. Ich krieg ja ein paar Lieder zu hören. Nee, also kann ich nicht empfehlen, selbst zum Zählen nicht. Also selbst umsonst kann ich euch das nicht empfehlen. So. Leute. So. Aha. Also ich müsste das echt. Nee, mit der Spitze ist auch egal, ne? Guck mal, also. Ich mach das jetzt mal ganz langsam. Dann geht's. Ich hab's zu schnell gemacht, ne? Ah. Ihr müsst die Dinger, glaube ich, echt in der Mitte treffen, ne? So. Aber ich muss langsam spielen. Ja, aber da kommt ja jetzt gar kein Flow auf in dem Sinne oder gar kein Rhythmusgefühl. So, ganz vorsichtig. Okay, jetzt funktioniert's. Aber cool ist anders, ne? So, ganz vorsichtig muss man spielen. Ganz akkurat und schön hier so. La, 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 la. So, jetzt habe ich, glaube ich, den Flow gefunden. Okay, ein bisschen tanzen dabei. Ah, jetzt habe ich sogar Max Combo. Guck mal, geht doch. Ah. Leute, es ist. Man muss die wirklich exakt treffen. Also es ist ein ganz komisches Spielgefühl. Allein weil ich ja das Schwert nicht am Griff fassen kann und dass das 20 cm versetzt ist von mir. So. Zuck. Zuck. Ja, die Musik ist jetzt glaube ich auch nicht so der Kracher, finde ich. Also. So. War's das? New High Score. Ich habe einen geschafft, guck mal Leute. Auf easy, okay. So. Ich habe einen Stern. Okay. So. Da ich das jetzt raus habe, machen wir meinen auf normal und. Play. Ich guck mal, ob ich das jetzt nochmal hinkriege. So, kommen die jetzt schneller? Nee, ne? Ich glaube, ich genauso schnell. So,
Ja, achso. Also. So. Also es spielt sich echt anders wie Beat Saber. Muss man einfach so sagen. So, langsam geht's doch. Aber ist echt kein Vergleich mit Beat Saber. Ich weiß nicht, also zwischendurch trackt ihr die Dinger nicht richtig. Also ganz blöd gemacht. Also ich probiere das nochmal. Wir machen aber trotzdem einen neuen Song. Ab damit ein bisschen Abwechslung. So, ich mache nochmal normal und ab dafür. Ja, so. Also ihr müsst die echt wie so schieben, ne? Also man schiebt die so. So, so. Also man. Also bei Beat Saber holt man ja immer so aus. Hier darf man das gar nicht. Am besten nur kurz antitschen und dann. Zack, zack. Also, das ist echt ein ganz, ganz komisches Gefühl, ob der die trackt oder. Also, seht ihr das schon wieder? Das ist, ich treffe die und dann. Also, das ist. Geht gar nicht. Also, wir machen jetzt mal. Haben wir das mal. Ich mache jetzt mal einen auf Expert. Mal gucken, was mich da so erwartet. Da kommt ein bisschen mehr, ne? Wir probieren das mal. Aber. So. Zack. Zack. So. Also ich muss da ganz krampfhaft spielen praktisch. So. Jetzt muss ich sogar schneller spielen und. Boah, Leute, ich fokussiere mich hier so auf diese komischen Würfel. Ja, also eigentlich ist es nicht schwer, aber das wird schwer dadurch, dass man das so genau treffen muss. So ganz komisch. Ich gehe noch mal einmal in die Option, ob ich da was umstellen kann, damit es leichter wird. Nee. Ich kann nur die Höhe ändern, ne? Ich muss aber, ich mache die mal ein bisschen höher. So, ob das dann leichter wird. Machen wir auf 20, okay. So, wo waren wir? Hatten wir das schon? Ich mach das mal auf normal. Also die Musik geht gar nicht, ne? So, egal. So, ab dafür. Probieren wir mal. Jetzt ist das ein bisschen höher, ne? Das ist. Das ist. Seht ihr das? Ich will mal wissen, wo der dieser. Also, das ist ganz, ganz komisch. Also, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Also. Neuer Song, nein, nicht mal. Ich mach nochmal auf easy, das geht ja gar nicht. Also, das. So. So. Da muss man echt ein Gefühl für kriegen. Aber wie gesagt, wenn man das Gefühl bekommt, dann macht es in dem. Hallo? Kein Spaß in dem Sinne. Nee, also ein Fünfer für das Ding ist zu viel. Also ganz ehrlich. Ja, Frage ist natürlich jetzt, der Entwickler, der das hier entwickelt hat, der war ja praktisch, sag ich mal, ich weiß gar nicht, ob das Spiel vor Beat Saber war. Aber da ja das letzte Lied vor einem Jahr gekommen ist, obwohl Beat Saber gibt es auch schon länger, ne? Ich vertue mich da mal so ein bisschen. Da müsste ich jetzt nochmal recherchieren, ob das Ding vor Beat Saber auf den Markt gekommen ist oder ob das einfach nur ein schlechter Klon ist. Also wenn es vor Beat Saber auf den Markt gekommen ist, dann wird sich der Entwickler jetzt bestimmt ein bisschen in den Poppes beißen, dass er das nicht richtig gemacht hat. Hey, das ist. Hallo? Warum trifft ihr die wieder nicht? Seht ihr das? Das gibt's nicht. Ich treffe die und der nimmt die nicht. Oder muss ich die echt. Ich mach das jetzt nochmal. Ich mach nochmal 19. Ich probiere jetzt mal was. Ich muss ja da irgendwie so auf easy nochmal. So, ich hau jetzt mal absichtlich oben oder unten in den Würfel, ob der dann durchgeht. Also, ob ich wirklich die Spitze treffen muss. Ja, tatsächlich. Guckt euch das an. So, ich muss wirklich die Blöde genau in die Mitte von dem Pfeil treffen. Sonst funktioniert's nicht. Das ist der Trick. Ja.
So. Es ist ja auch okay, ja? Bei so einem Spiel, ich meine, es ist ja nicht super schwer mit diesen Würfeln. Also bei Beat Saber kommen dann ein paar mehr Würfel und dass man dann sagt, okay, komm, dann muss ich halt in der Mitte von diesem Pfeil treffen, damit der Würfel zerteilt wird. Alles gut, wenn ich dieses verfluchte Schwert vernünftig in die Hand nehmen könnte und nicht hier mit diesem Abstand hier von 20 cm. Ja, weil ich spiele ja eigentlich aus dem Handgelenk und meine ja, dass das Schwert einfach meine Handverlängerung ist. Ist es ja in dem Sinne nicht, weil es ja 20 cm daneben hängt. Also. So. Da. Also, da kann man, also man kann die Dinger wirklich mal lernen und man kann da auch einen Flow für kriegen. Aber Spaß sieht anders aus, ehrlich. Wahrscheinlich sieht das auch voll spektakulär aus, was ich hier mache, ne? So, die Musik ist, glaube ich, auch vom Entwickler komponiert irgendwie so, ne? Meine ich, gelesen zu haben. So, jetzt kommt ja mal so ein bisschen Rhythmus hier auch, ne? Max Combo. Ich habe wieder Max Combo. So. Ja, auf Easy kriege ich es mittlerweile hin, ne? Noch normal noch nicht. Ach, jetzt habe ich wieder einen daneben gehauen. Das ist. Warum? Das raff ich nicht, Leute. New High Score. Ja, New High Score, super. Also, was auch hier wirklich blöd ist, wenn das jetzt zu Ende ist, das, ne? New High Score, so hier eine Tafel, hier grau-weiß und das war's, so drei Sterne, so lieblos hingedattelt. Also, da wäre echt ein bisschen mehr drin gewesen, Leute, aber eine ganze Menge mehr. Egal. Also, wir haben dann alle Lieder durch, ne? Falling, machen wir nochmal auf Easy. Ja, komm, play. Aber dass ich hier nichts auf Expert oder Normal schaffe, ne? Okay, so, wir probieren es nochmal. So. So. Und irgendwie hören sich die Lieder alle gleich an, ne? Oder meine ich das nur? So. Nee, also, ich meine, es ist ja okay, wenn die Go und Gear Leute, weil ich hatte ja nicht hier eine Quest oder eine Playstation oder so. Es gibt ja noch genug Leute da draußen, die haben nur eine Go. Und die hat ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und dass die Leute dann auch gerne Beat Saber, hallo, das gibt's nicht, ey, spielen wollen, kann ich ja auch verstehen. Ja, aber das ist keine Alternative, Leute, echt nicht. Also die tun mir dann schon leid, dass die Go-Spieler. So. Ey, das. Ich den ab und zu nicht bekomme, ne, den linken da wieder. Das, ich verstehe das nicht, seht ihr das? Das ist so, das raff ich nicht, also so schlecht kann ich nicht spielen, das geht einfach gar nicht, ey. Mal geht's und mal nicht, das ist doch hier, ist doch fuck, ehrlich. Also normal würde ich ja jetzt sagen, ich lasse mir die 5 Euro zurückgeben, aber ich mache es nicht, okay? Bin ja nett. Und, hallo? Das gibt's nicht. Das trifft die wieder nicht mehr. Da kann ich machen, was ich will. Also das liegt nicht an mir, ehrlich. Also irgendwas ist da echt komisch. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Spiel. So. Ich mache jetzt mal nur ein bisschen. Ich brauche die auch nur antitschen. So, ich brauche die auch gar nicht durchziehen. Also. So. Jetzt kriege ich so lange wieder den Flow rein. Also man muss echt einmal ein Gefühl kriegen. Also es kommt jetzt so ein Minimum an Beat Saber Gefühl auf, also Minimum, ja, also. So. Max Combo. Das ist, oder? Das ist, also, das raff ich da nicht. Wenn du einmal kurz mal einen daneben gehauen hat, dann ist man sofort irgendwie raus. Hallo?
Das ist doch nicht. Ja, ich muss da mal einen normal schaffen. Also ganz schlechtes Trefferfeld in den Würfeln, ganz ehrlich, Leute. Ja, auch wieder nichts. Also. Mein Arm fällt leider ab, weil das echt monoton auf einen Arm geht hier. Also man muss sich echt auf jeden Schlag konzentrieren, damit man echt zum richtigen Timing in die Mitte von diesem Pfeil trifft. So. So, mach schon Max-Combo. Wie viel muss ich denn hauen, damit der Multiplayer wieder nach oben geht? Oder hat er schon gesagt, Max-Combo? Ich weiß auch gar nicht. Okay. Zack. So. Hallo, New Highscore. Ja, New Highscore, super. Okay, jetzt habe ich glaube ich schon 3 Sterne. Ja, wir probieren nochmal den ersten. Ich mache den nochmal auf normal. Das muss doch so packen sein hier. Also, bitte euch, Leute. So, auf geht's. So, ich versuche mal so ein bisschen den Groove da auch drin zu finden. Vielleicht geht das dann echt besser. Das gibt's nicht. Das ist, also ich kriege die Höhe dann auch nicht mehr von dem Schwert. Also das gibt's nicht. Also es ist, das geht gar nicht. So. Ja, das nervt. Also es nervt total. Aber ich möchte noch einen auf normal schaffen. Also das gibt's doch gar nicht. Ey. Ich raff das nicht, ehrlich. So. Ja, zack. 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 Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Es ist. Warum man haut so vorsichtig? Ach, das ist, also das macht keinen Spaß, Leute. Also ganz ehrlich nicht. Nee, das geht, also das weiß ich nicht. Also. Ich probier nochmal den ersten jetzt. Aber das ist. Aber da kriegt man auch keinen Groove für, ne? Also. Zack, 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 zack. Schon wieder einer nehmen, ne? Nee, Leute, also. Das ist. Nee, das geht gar nicht. Also, machen wir mal. Also ich hier noch ruhig bleiben kann, ne? Aber gut, wenn ich jetzt hier ausraste, bringt das sowieso nichts. Ja, also ich spiele jetzt ganz verbissen, wie ihr seht. Konzentriere mich jetzt wirklich auf die Spitze von diesem blöden Schwert. Aber das hat dann nichts mehr mit Musikspiel, mit Groove und so zu tun. Das ist nur noch jetzt Arbeit. Wirklich schwerste Konzentrationsarbeit hier. Ist so. Ja. Das gibt's nicht. Also. Ja. Ja. Oder ich bin total verkrampft hier. Und anders. Mein Gott. So, ich habe ein normal. Spiel auf Max Combo. Ah. Leute. Ah, jetzt bin ich wieder raus. Fick, fuck hier. Und das Ding nochmal.
Ja. Komisch, die schweren Dinger hier, die schaffe ich. Ja, und wenn das ein Einzelner kommt, den treffe ich nicht. So wie jetzt. Hallo. Ach, das ist doch scheiße. Ich habe fast Hälfte. Ja, komm, Leute. Also einen mache ich noch und dann bin ich aber auch fertig, habe ich keinen Bock mehr. Ich mache nochmal auf Expert. Komm, mach mal auf Expert. Ich probier das mal. Dann mache ich nochmal auf Practice, ne? Kann ich auch Practice, habe ich noch nie ausprobiert. Okay. So. Also es wird mir schon echt lang, wenn man das blöde Schwert vernünftig in die Hand nehmen könnte, ey. Also ich komme mir vor, als wenn ich hier mit so einem Stock irgendwie rumstocher. So, Leute, habt ihr das gesehen? Oder ich brauch's einfach nur schnell, so wie jetzt. So, jetzt kommt der alte Beat aber bei mir raus, ne? So, jetzt geht's aber einmal. Ich glaube, ich kann nicht, wenn es zu langsam ist, ne? Kann das sein? Fuck. Das war gar nicht so schlecht, ne? Aber es ändert nichts an das Spiel. Ist nicht der Kracher. Ehrlich nicht. Ja? Ja? Und die Musik, die ist echt nicht der Burner, also. Ich glaube, ich brauche es wirklich schwer, ne? Seht ihr das? Ja, Max Combo, jetzt gebe ich alles. Guckt euch das an. Hallo? So. Komm mir vor wie der Einarmige. Hab ich geschafft? Leute, ich habe einen Expert geschafft, ne? Ja, New High Score, 3 Sterne, ja, wird nicht gut. Komisch, ne? In Expert schaffe ich den oder den normalen nicht. Also ist schon lustig, ne? 319 von 335, okay. Jetzt probieren wir nochmal ein. So, was haben wir denn? Ich mache nochmal Monsters in my head, auf Expert und ab dafür. Da bin ich gespannt. Habe ich schon gesagt, nicht kaufen? Ja, ne? Okay, jetzt läuft es langsam. Ne, oder auch nicht. Jetzt läuft es nicht mehr. Komisch, ne? Also, es ist, also. Also, die Würfel haben ganz komische Hitboxen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, irgendwas stimmt da nicht. Also, aber es stand, glaube ich, auch in den Bewertungen, ne? Die Leute sich da beschwert haben, dass das nicht immer funktioniert. Und so wie jetzt. Aber okay, also ich sag mal, wenn ihr Quest hat, wird sich das Ding eh nicht holen, für was? Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich sagen, Toxic, warum teilst du das überhaupt? Ja, weiß ich nicht, weil das hat mich halt ein bisschen interessiert und... So. Also ich bin gerade so irgendwie so in Hypnose, ne? Ich starre so auf die Würfel hier. Ja, jetzt bin ich raus. Also, das ist also das ganz, ganz blödes Tracking. Okay, so was auch, Leute. Wir machen nochmal so ein Practice-Ding. Weiß nicht, was da passiert. Was nehmen wir denn da? Komm, nehmen wir das. Ich mache jetzt Expert, dann mache ich Practice. Wahrscheinlich kann man da nicht sterben, ne? Bei Practice, wir probieren das einfach einmal und dann soll es auch reichen. Also. Jetzt mache ich das bestimmt einen total guten Durchlauf. Und das ist dann auch Practice und das zählt nicht, ne? Ich kenne ja mein Glück. So. Oder auch nicht. Ja. Also irgendwie Problem habe ich echt mit den Linken, ne? Ja, jetzt kann ich nicht sterben, ne?
Okay. Nee, nee, nee. Wollen wir da rausgehen? Jetzt ist egal, ne? Ich guck mal A, ich guck mal. Was war das denn? Achso, das habe ich in die andere Hand. Ja, nee. Da ist das immer Change Weaponing, das haben wir. Ist das oben? Ach nee, dann mach ich das wieder von vorne. Nein. New Song, so. Okay, ja Leute, das sollte echt. Wo ist denn jetzt mein Schwert? Mein Schwert ist weg. Hallo? Are you sure? Nein. Mein Schwert ist weg. Kommt das wieder? Das probiere ich nochmal. Ah ne, ist wieder da. Okay. Ja gut, ich spiele das Ding jetzt einfach auf easy einmal nochmal durch. Erzähl ein bisschen was. Also das braucht ihr euch echt nicht kaufen, das taucht nichts. Also ganz, muss ich sagen. Also selbst als Go-Spieler oder als Gear VR-Spieler, lasst es bleiben. Auch wenn ihr kein Beat selber spielen könnt, holt euch nicht das. Das ist keine Alternative, beim besten Willen nicht. Ganz im Gegenteil, ihr fangt dann noch mehr an zu heulen. Wenn ihr kein Beat selber spielen könnt. Und wenn ihr dann sowas hier noch seht, dann nee, lasst es, ehrlich. Ja, also das kann ich nicht empfehlen, tut mir leid. Ja, also wenn die Hitboxen jetzt vernünftig wären, dann wäre das noch vielleicht einigermaßen okay. Nee, selbst dann nicht, nee, tut mir leid. Ja, also da wäre echt so viel mehr drin gewesen und jetzt bleibt es auf einmal, ne? Jetzt, wo ich nicht mehr so richtig spiele, einfach nur erzählen. Okay. Ja, wie gesagt, ich spiele das jetzt noch zu Ende und dann mache ich dann auch Schluss. Ihr könnt gerne auch mit zu Ende gucken, würde ich mich freuen. Und ja, ich sage jetzt schon mal, dass mir ein Däumchen da würde mich freuen. Ja, ich muss auch mal Spiele testen, die nicht so der Kracher sind und euch dann vor einem Fehlkauf zu bewahren. Ne? Ja. Hey, ich mache das gerade clear, ne? Kann das sein? Ja, wie gesagt, nach dem Däumchen, ihr wisst, ich habe noch meinen Discord-Server. Wir sind halt um die 20 Leute, meine ich. Ist ein bisschen ruhig, wird nicht viel geschrieben. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch dazukommen würde. Und damit das auch ein bisschen voller wird, ein bisschen mehr Leben in die Bude kommt. Und, oh, 100 Combo. Warum läuft denn so einmal so gut? Ist gemacht. Auch nicht schlecht. So. Ja, wie gesagt, wer noch kein Abo hat, einfach mal auf die Glocke hauen. Ich teste mich echt so querbeet durch. So, auch sowas hier. Ne? Und ich habe auch damals gesagt, die Gear VR Go Spiele, oh, jetzt habe ich einfach gedaddelt. Die werde ich jetzt nicht alle testen. Ich habe sie, glaube ich, mittlerweile fast alle durch, die Geld kosten. Weil die nichts kosten. Ich werde mir das erstmal sparen, die nichts kosten. Ich habe so viel Material zum Zeigen noch. Mal die Umsonstdinger könnt ihr euch ja wirklich umsonst runterladen und selber reingucken. Das macht ja dann auch keinen Sinn, wenn ich da für euch reingucke. Gut, ja, jetzt habe ich hier für euch reingeguckt. New Song mache ich wieder so, aber jetzt gibt es nicht mehr. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich hatte diesmal keinen Spaß, muss ich sagen. Musste mich ganz schön durchqueren. Ich werde auch wahrscheinlich kein zweites Mal mehr hier reingucken. Das reizt mich gar nicht. Und ja, den Fünfer habe ich verbrannt. Den habe ich, ja, ich werde es auch nicht zurückgeben. Mache ich nicht, nicht für 5 Euro. Hallo, boah, das geht mir echt auf den Keks. So. Mach mal ein Lied, wenn mir das auf den Keks geht. Und das mache ich lieber, wie gesagt, bei höherpreisigen Sachen, dass ich die zurückgebe und ich wirklich sage, komm, das war die totale Graupe. Und war ja okay, jetzt ne, für die. Ja, nicht okay, ne, ihr wisst schon, wie ich meine. Okay. Ich gebe halt ungern Sachen zurück. Die wollen ja auch ein bisschen leben, die Leute, alles gut. Und ich nehme mal an, dass die jetzt sowieso alle wieder ein bisschen Geld bekommen durch diese Quest-Geschichte, dass die Dinger jetzt auf der Quest laufen. Und von daher sei es denen gegönnt. Okay, dann hatte ich schon alles gesagt, ne? Däumchen, Discord, Glocke und ja, dann sage ich schönen Abend, schöne Woche und so weiter. Bis die Tage, euer Toxic, bye.